Heute am Dienstag, den 10. November, verzeichnen wir in Augsburg eine Inzidenz von 321. Man sieht, die Zahl geht weiter nach unten, das ist die richtige Richtung, aber wir sind trotzdem noch wahnsinnig hoch mit über 300. Und deswegen wird es ganz entscheidend darauf ankommen, wie die Zahlen sich in den nächsten Tagen entwickeln. Unser Gesundheitsamt ist ja das Schlüsselamt für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Vor allem geht es eben darum, dass Kontaktpersonen ermittelt werden. Das bedeutet also, Personen müssen herausgefunden werden, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, um damit eben auch die Infektionsketten zu unterbrechen. Das machen zum einen 80 städtische Kolleginnen und Kollegen, die ihren normalen Arbeitsplatz in der Verwaltung verlassen haben und jetzt das Gesundheitsamt unterstützen. Und zum anderen haben wir 20 Soldatinnen und Soldaten aus Dillingen bei uns an Bord, die eben ebenfalls bei der Kontaktpersonen Nachverfolgung uns helfen und unterstützen. Und dazu kommen auch noch Polizistinnen und Polizisten und weitere 10 Soldaten, die in der Bürgerhotline aktiv sind. Das heißt, sie beraten die Bürgerinnen und Bürger fast rund um die Uhr mit allen Fragen rund um Corona. Diese Möglichkeiten bestehen grundsätzlich bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Wenn das am Wochenende oder außerhalb der Sprechzeiten nicht möglich ist, dann bitte zur neuen Schwerpunktpraxis gehen. An Glaspalast gibt es die seit letzten Samstag und die Öffnungszeiten dort sind unter der Woche von 18 bis 21 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. Also bitte dieses Angebot nutzen.